Herzlich willkommen zu einem neuen Video Review. Heute zeige ich euch meinen Sprengkasten, der Böller fernsenden kann über Kabel. Der hat hier einen Output, Plus- und Minuspol. Ich habe hier Stahlwolle befestigt, seht ihr hier. Und dann haben wir hier zwei Knöpfe. Eine LED, noch eine LED, ein Schalter und ein Schlüsselschalter. So, das Ganze ist jetzt noch nicht aktiv, da diese LED nicht leuchtet. Jetzt lege ich diesen Schalter hier um. Sie leuchtet. Der Sprengkoffer ist jetzt scharf. Und jetzt, wenn ich hier den drücke und den anderen, den zweiten hier, dann leuchtet diese hier auf und dann wird das gezündet. Ich werde jetzt die noch einspannen schnell und ja, dazu lege ich euch mal kurz weg. Und ja, so. Das ist immer so eine Friemelarbeit. Kann man auch nichts dagegen tun. So. Okay. Nun habe ich es jetzt eingespannt. Seht ihr? Ich drücke jetzt beide Knöpfe. Und ihr habt gesehen, es wurde gezündet. Und es stinkt auch ein bisschen, weil es verbrannt hier ist. Und ja. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Technik da drin. Das ist eigentlich sehr simpel. Ich nehme mal das raus, was eigentlich nicht dazugehört. Okay. Hier ist irgendwas ausgelaufen, sehe ich gerade. Also, hier hinten haben wir den. Ich halte mal das schnell, mach es schnell mal unscharf. Ich noch mal kurz weglegen. Da ist gerade den Ding rausgehabt. Hier ist der Schlüsselschalter, der ist zurzeit nicht verbunden, weil ich den Schlüssel nicht habe. Aber so sieht der aus. Dann haben wir hier unsere beiden Knöpfe. Unsere LEDs mit einem 1 Kilo. Ich weiß jetzt auch nicht gerade wie viel, aber da ist der Widerstand. Ihr könnt euch mal nachgucken, den Farbcode hier. Das wäre jetzt braun, schwarz, rot. Und da wäre es jetzt braun, schwarz, orange. Und der ist halt ein bisschen kleiner als der. Hat man auch an der LED gesehen, dass die ein bisschen weniger geleuchtet hat. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Als erstes mal wird über dieses Kabel hier, über das hier, der Strom hier rüber geleitet, hier rüber und ist damit verbunden. Das geht dann zu diesem Schalter hier. Beim Output geht es dann hier raus, hier. Und dann geht das hier zu den Knöpfen weiter und in die LED rein. Zu den Knöpfen geht es dann hier hinter, hier rein, in den roten Knopf. Beim roten Knopf der Output geht dann hier rüber in den weißen Knopf. Und dann geht es hier einmal in die LED hier rein und einmal über dieses Kabel hier in diese Schraube hier rein. Da wird dann gezündet. Und ja, alle Minuspuls, also hier, wo die Widerstände auch dran hängen, gehen dann hier entlang, hier rein, wird diesen Verteiler noch zusammengelötet und in diesen Lego Technik Batteriekasten. So simpel ist eigentlich die Technik und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video Review gefallen und ja, kommentiert, abonniert oder favorisiert und kommt auf meine Homepage www.delegoman2.webly.com
Link ist nochmal in der Description und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.